Mittwoch, ne? Ja. Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja. Willkommen bei meinem Mittwochsvideo und willkommen zu. Man sollte eigentlich langsam mal hinbekommen, weil das ist nicht so schwer. Es sind ja nur 2 Tage zur Auswahl. Also, ja. Irgendwann schaffe ich das auch. Ich bin ganz optimistisch. Nein, bin ich nicht. Ich glaube es nicht mehr. Aber egal. Heute ist Mittwoch und ja, ich habe heute mal wieder eine kleine Themenwoche am. Ich wollte sagen am Start, aber irgendwie klingt das so voll komisch, weil ich meine, hier ist nirgendwo ein Startpunkt. Also wo sollen wir jetzt starten? Aber egal. Ich habe heute diese Woche eine Themenwoche und ja, mein Thema ist ja mich besser fühlen wollen. Also erzähle ich euch was. Ich mache die Woche meine Ego-Woche. Also, bei mir ist es so, dass ich zurzeit Probleme habe mit meiner Elektronik, weswegen ich nicht unbedingt so es einfach habe. Irgendwie stimmt was mit der Kamera nicht, weil meine Hand wirkt auf dem Bild voll winzig, während mein Kopf so riesig wirkt. So grad. Ja, es tut mir leid. Ihr seht hier, glaube ich, schon die Auswirkungen von meinem Problem. Ich kann die ganze Zeit, und zwar schon seit gefühlten 7 Monaten, bin ich total abgelenkt und total verwirrt. Und das ist jetzt vor ungefähr, wann schätzungsweise, ja, also es war irgendwann vor ein paar Wochen, da ist mir dann gesagt worden, ich soll einschicken. Und seitdem ist es schlimmer geworden. Und ja, es ist so, ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich kann nicht essen, nicht schlafen. Ich bin total unruhig. Ich weiß, ich bin total nervös. Ich bin unausstehlich. Ich bin gerade unkonzentriert. Ich bin leistungsunfähig, muss ich auch zugeben. Und zurzeit ist es so, dass ich, also wirklich. Das ist bei mir was, was sehr ungewöhnlich ist. Ich bin eigentlich so der Typ Mensch, ich wache auf und bin erstmal noch ein Matschekuchen. Also so wirklich so wie wenn man Kuchen an die Wand klatscht und so runterklatscht. Das bin ich, wenn ich morgens aufwache. Aber zurzeit wache ich auf und bin sofort hellwach. Und das liegt nicht daran, dass ich dann wirklich hellwach bin, sondern dass ich eigentlich gerade nicht so richtig in den Tiefschlaf reinkomme. Und das ist alles nur, weil mir die ganze Zeit Eventualitätsfragen durch den Kopf gehen. Ich stelle mir ständig Fragen wie. Was wenn? Was mache ich dann? Was ist der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Eben die beknacktesten Wie-W-Fragen, die man sich vorstellen kann. Und ich finde es gerade mein Haus hat gerade ein Statement gesetzt und hat seinen Schuh von seinem Hochkletterdings runtergeschmissen. Ich unterstütze ihn dabei. Aber es ist so, dass ich mich gerade wirklich von allem Möglichen ablenken lasse, dass ich es nicht schaffe, mal etwas fokussiert zu machen, dass ich gerade an einem Punkt bin, wo ich einfach nur gerne hätte, dass es jetzt mal ein Ende findet. Und dass es, wenn möglich, irgendwie eins findet, wo meine Eltern nicht drauf zahlen müssen sollen oder über wie auch immer. Ich mir aber auch irgendwie wünsche, dass es dann einfach dann mal vorbei ist. Dass ich aufhören kann, mir ständig die Fragen zu stellen, wie es dann weitergeht. Und das Ding ist, ich bin gestresst innerlich wie geht es weiter mit der Geschichte? Was ist der nächste Schritt? Und dann, was mich am allermeisten stresst, ist die Frage, wenn dann alles fertig ist und alles soweit vorbereitet ist, meine ganzen Daten wieder auf das Gerät zurückzubringen. Darauf habe ich auch schon keine wirkliche Lust mehr. Die ganzen Programme, die ganzen Geschichten, die ganzen Lizenzen, einfach alles. Das klingt so nach total einem riesen Berg, der da noch vor mir ist. Deswegen ich selbst wenn es jetzt gerade momentan Stand so ist, dass wir weitergekommen sind, ich das Gefühl habe, ich trippel und trappel immer noch auf einer Stelle und es tut sich nichts. Und es ist manchmal so, dass ich tatsächlich weniger Sorge habe vor dem, was jetzt schon war oder was in nächster Zukunft kommt, sondern
vor dem, was am ganz am Schluss dann auftaucht. Und dann natürlich der Gedanke, der mir auch nicht mehr aus dem Kopf gehen will, der mich komplett beschäftigt, der wirklich alles in mir zum Trimmeln bringt, ist die Frage, und wenn dann alles fertig ist und alles läuft und alles gut ist, kann ich mich dann wirklich noch darüber freuen, nach dem, was ich jetzt alles in Anführungszeichen durchgemacht habe? Ist es dann wirklich noch möglich, so dieses, ich freue mich über das Gerät, ich kann mich freuen, dass es funktioniert, ich kann mich sogar darüber freuen, dass es läuft, oder ist es dann für mich mehr oder weniger vorbei mit der Freude? Und die andere Frage, die mir natürlich auch immer durch den Kopf geht, ist, was, wenn dann doch wieder was ist? Und was, wenn dann doch wieder es anfängt von neuem und so weiter? Und ja, das macht mich in letzter Zeit einfach komplett schalu und ich schaffe es nicht mal mehr zum Schlaf zu kommen, weil ich wirklich nachts im Bett liege und selbst wenn ich andere Gedanken habe, also so wenn ich drüber nachdenke, meinen Einkaufszettel durchgehe innerlich im Kopf, bevor ich einschlafe, ist es trotzdem so, dass mich dieser Gedanke so fesselt, so eingenommen hat, dass ich tatsächlich nicht mehr einschlafen kann und dann unruhig werde oder dass ich aufwache oder dass ich theoretisch, also nein, eigentlich nicht mehr nur theoretisch, eigentlich wirklich jedes Mal, wenn ich einschlafe, ich habe statistisch gerade jeden Tag einen Albtraum, also das ist wirklich, wirklich statistisch gesehen, schlafen mache ich gerade jeden Tag mindestens einmal auf und denke mir so, hui, wäre ich doch nicht ins Bett gegangen. Und ja, ich bin einfach komplett übermüdet und ich komme auch nicht mehr aus diesem Gedankenkarussell-Kreislauf raus, muss ich zugeben. Es ist so, wenn man irgendwann anfängt, dann ist der Kreislauf im Kreisel. Ey, wie soll ich das anders sagen? Wenigstens einer, der Energie hat. Ist ja schon mal was. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, dieses sich extrem in etwas reinsteigern, das kennt jeder und hat jeder mal. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt sagen, irgendwie so ein Tipp, wie dann sich ablenken oder so. Und ja, ich versuche es auch mit Ablenkung. Ich für meinen Teil, ich bin gerade dabei, heftigst Amiibo-Karten zu sammeln und danach zu recherchieren und so weiter. Nur um mich abzulenken, wo meine Mom mir heute auch schon eine gute Frage gestellt hat, nämlich, wenn der dann wieder läuft und alles wieder soweit ist, brauchst du diese Karten dann überhaupt noch? Wo ich mir dann auch die Frage stelle, sie hat ja schon recht, aber ich kann jetzt nicht drüber nachdenken, was ist dann, wenn er läuft und was ist, wenn er dann ist, sondern ich muss jetzt gerade erstmal drüber nachdenken, was mache ich jetzt, während ich gerade wahnsinnig werde, wenn ich nicht irgendwas anderes mache oder über was anderes nachdenke. Ich habe gerade, glaube ich, 5 Projekte, nur damit ich nicht an dieses eine Projekt, das mich so anstrengend nachdenke. Ich werde jetzt mal ganz kurz, weil mein Hase macht schon den Absturz bei sich. Der fliegt schon weiter von seinem Hochkletterding runter. Ich bin gleich wieder da. Wir haben immer noch das Problem mit dem Hintergrund und dem Button. Nicht wundern, ich wollte nur den Button erwischen. Ja, aber auf jeden Fall... Ich versuche mich gerade mit vielen Projekten abzulenken. Zum einen mit den Amiibo-Karten, wo ich recht erfolgreich bin. Drückt mir die Daumen, ich versuche gerade ein Reh zu ergattern. Wenn ich es schaffe, bin ich voll happy. Und noch 2 Häschen, die möchte ich auch haben. Und ein Elefant, 2 Elefanten und 3 Hamster. Ja, ihr seht schon, ist noch ein größeres Projekt. Bis ich dann, wenn der Mac zurück ist, dann erstmal wieder auf Eis lege und dann, wenn da irgendwas wäre oder so, kann ich das wieder aufwärmen. Ja, und das andere Projekt ist natürlich, ich bin immer noch auf Haus-Wohnungssuche für mich und meine Family und vor allem für mich und mein Karnickel und auch so ein bisschen für Mom und Dad. Ja, und was ist denn? Ja, sonst habe ich eigentlich gar kein Projekt, oder? Doch, ich backe gerade ständig Zimtschnecken. Ich bin gerade so eine Zimtschneckenbäckerin. Ich habe auch schon das Gefühl, ich sehe aus wie das Michelin-Männchen. Aber ich kann nicht aufhören, Zimtschnecken in mich reinzustopfen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das die total tolle Stressnahrung für mich. Ja, und das sind so die Projekte, die ich gerade am Laufen habe. Und wo ich hoffe, dass sie natürlich
helfen, dass sie mich ablenken, dass sie dafür sorgen, dass ich nicht ständig nur drüber nachdenke, was sein könnte, was sein wird, was sein. Ja, ihr seht schon. Und ja, auf jeden Fall, so ablenken hilft schon. Ich kann schon sagen, ablenken hilft. Aber man sollte auch irgendwie wissen, wann es gut ist, wenn das Ablenkungsding dann zu einem richtigen, ja, einer Neurose wird, dann sollte man mal pausieren. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es bei mir weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall am Freitag nochmal was dazu erzählen. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt, wenn euch irgendein Thema so beschäftigt, dass ihr nicht schlafen könnt und dass ihr überhaupt nichts mehr, wirklich nichts mehr so richtig auf die Reihe kriegt, gefühlt. Nur weil dieses Thema so dominant in eurem Kopf ist. Oder was, mit was lenkt ihr euch ab? Ihr könnt mir aber so gerne in die Kommentare schreiben. Oder auf Twitter oder Facebook. Oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Bis dahin, tschüss. Achso, warte, ich muss auf den roten Knopf drücken. Oh Mann.